Ja, ich habe das ehrlich gesagt schon, als ich anfing zu denken, und das war relativ früh, so mit 2,5 oder so, stand ich schon da und habe gedacht, das wird mal ein Riesending. Nein, aber ich hab natürlich öfters so aus Witz mal gedacht, schon damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Werbung erinnern könnt, wo jemand aus dem Apfel beißt, und so, wenn man, damit man heute noch oder wann auch immer kraftvoll, und da war doch immer so ein perfektes Gebiss in dem Apfel. Und da habe ich immer gedacht, wie sieht das eigentlich bei mir aus, wenn da nur so zwei Kratzer sind? Das ist voll lustig. Und so, gut, so hat sich das alles weiterentwickelt und es gibt ja dann doch Menschen, die sozusagen diese Idee toll fanden und mich gefragt haben und ich war sofort begeistert. Aber ich habe das ehrlich gesagt, ich habe immer gehofft, dass es passiert. Je gesünder die Zähne sind, je besser ist es. Also wenn man natürlich nicht zum Zahnarzt geht, dann wird es problematisch. Top-Zähne, muss man echt sagen. Also dagegen, ich habe zwar auch sehr gesunde Zähne, aber rein vom optischen Bild haben meine Kinder natürlich das, was man fast perfekte Zähne nennt. Ich hatte schon immer Angst, ich habe auch eine Töchter und so, wirklich sehr hübsche Töchter. Und ich hatte schon Angst, natürlich gedacht, mein Gott, wenn die mit dem Gebiss, aber sie haben andere Zähne. Ist sehr schön, diese scheiß Foliengeräusche im Hintergrund! Dankeschön! So. Schweden, ja, die haben sehr, sehr, sehr schöne Frauen. Nein, eigentlich nicht. Also ich finde die Schweden natürlich extrem cool. Ich finde, sie spielen auch gutes Fußball. Ich mag Gelb eh ganz gerne. Also die Farbe ist einfach eine schöne Farbe. Ich bin vorstellen, ich würde mein Auto lackieren, dann natürlich Gelb. Nein, aber die Schweden sind cool. Das ist schon cool. Sehr cool. Ich war einmal da und das fand ich sehr, sehr schön. So, das war jetzt die Stunde von Dr. Vogel. Immer schön smiley und habt keine Hemmungen, auch wenn ihr eure Zähne nicht perfekt sind. Hauptsache, sie sind gesund.